So. Jo. Fertig mit der Mission. Haben wir noch eine Aufgabe vor uns. Ich hab zwar ein Feld freigebracht, aber ich habe ziemlich viele High Potions verballert, ne? Dann setze ich die auch einfach mal wieder ein. Die High Potions sind schon geiler als Vita. Dass das mal passiert in dem Spiel, in dem Kingdom Hearts, hätte ich auch nicht gedacht. Das Leben ist voller Überraschung. So, sonst noch irgendwas Schickes, das wir einbauen können? Ich sollte vielleicht auch mal so die Blitz und Aero versuchen. Haben wir aber noch gar nicht benutzt. Warte mal. Na! Videospiel! Da könnt ihr jetzt Rucksack einsetzen wahrscheinlich, ne? Ja, ich weiß nicht, was so geil ist. Habe ich eigentlich noch sowas irgendwo ausgerüstet? Nee, ne? Habe ich gar nicht. Interesting. Rucksack habe ich ausgerüstet, ne? Ja. Geht das? Ja. Oh, Rucksack habe ich aber nicht. Oh, Roxas habe ich leider nicht. Okay, dann setzen wir nochmal eben schnell einfach nochmal die High Potion ein. So eine mehr kann schon nicht schaden. Ja, und das geht nicht. Okay. Gib dem Birth einen Secret Boss, der sich komplett heilt, wenn du Vita benutzt. Frage, werde ich den tun? Werde ich den spielen oder eher so nicht? Ist ja deine Entscheidung. Ist ja in deiner Macht. So. Letzte Mission. Dieses Runs hier. Mal gucken. Vielleicht die letzte Mission für heute, wenn es lange dauert. Dann ist bei Herzlose und Frozen Beasts. Ne, ich glaube nicht. Hat wieder nicht gespeichert. Scheiße. Darr. Was hat schon mal gemacht? Das sieht auch einen coolen Feldfreigeber. Ja. Ja, ich habe nicht mitgenommen. Mission 19, Mission 35, Mission 70, Mission 76, Mission 69, 70. 81, 85, 88. Ja, 47 habe ich ja gefunden, ne? 19, 35 hatte ich nicht. 56, also jetzt wieder. Okay. Jetzt mal wieder vergessen. Das Schloss ist auch echt ein bisschen boring einfach in dem Spiel, ne? Man wie sie so untersuchen. Also jetzt gerade zwar nicht, aber mal wieder untersuchen. Obwohl wir halt schon längst wissen, was irgendwie ein Biest ist, so. Ich bin immer noch so geheimnisvoll. Oh, was ist mit dem Biest? Ja, ich hab schon das Biest gesehen. Ich hab schon gehört, also weiß ich, was die Handlung ist. Das ist ganz schön hart. Ich kann fickbar ballern. Schmerzen allein. Mann! Fire! Fire! Was in dem Instant Kill? Das ist schön. Noch voll früh, ey. Geht eigentlich. Wieso brauche ich aber länger? Keine Entschuldigung, wie der Stream hat. Hey, Hebel. Hey, Marschall. Das hab ich schon mal gesagt, so. Blitz. Das ist ja immer lustig. Das wird die Folge ja länger. Mal gucken!
Ein bisschen davon abhängig, wie lange die Mission jetzt noch geht. Ich kann sogar hier rein. Das ganze Schloss muss ich absuchen, ne? Dann nehmen wir zwei mal. Ja, ist immer schön tatsächlich, das abwechseln. Ah, die gibt es hier leider nicht. Story sehr rar gesät in diesem Spiel. Ich glaube, ich sterbe jetzt. Leider. Ich habe ihn vorher platt. Keine Option. Dieser Name Komponente A. Whatever this might be. Ja, die Hälfte haben wir schon. Ja, diese, dafür verschwende ich jetzt nicht mein Feuer. Ist ja leider alles nur beschränkt. Wirklich hier. Klapprika-Soldat, Klappspiel-Soldat. Ja, der Klappspiel ist gerade. So, den Raum auch geklärt. Ja, sind wir hier. Interessant, dass es dahin führt. Das ergibt irgendwie keinen Sinn, finde ich. Aber macht ja nichts. Bam, bam, bäde den. Box das voll. Was ist denn schwer los? Jetzt schlug ich halt wieder eine Heilpotion. Gib mir nicht, Gumbel! Sicher, scheiß noch und Zeit der Mille. Arsch. Heavy Donut, ey. Heilt immer so richtig unnötig. Oder? Danke. Du ja Hund! Ich will den Hund von nebenan. Hier kommen wir gar nicht weiter, wa? Ja, ist wieder die undurchdringbare Tür. Ist aber eine schöne Textur. Didlidlidlidlid. Wo wir einfach nicht rein uns trauen, weil das Biest da den ganzen Tag grumpy ist. Und mach. Der Bell weg ist. Bell ist weg. Wer macht den ganzen Tag nicht? Eine traurige Existenz auf jeden Fall. So, ich war jetzt nur in dem einen Flügel, ne? Hallo. Schön, diese Sprites gucken immer durch andere Texturen durch. Das ist sehr verwirrend. Ich weiß nicht, ob das einfach nur im Emulator liegt oder ob das generell im Spiel so ist. Gucken wir mal den anderen Flügel uns an. Ja, war ich jetzt hier schon? Hier war ich doch schon, ne? Fuck! Im Innenhof war ich nicht, ne? Komm ich in den Innenhof? Komm ich da hin? Ah, ich komme in den Tanzsaal. Sehe ich auch schon irgendwas? Mhm. Hier. Was? Ich werde nicht getroffen. Das ist ein Scam. Oh. Hier war ich gerade zum Limit angesetzt, dann wurde ich geheilt. Schön. Toll. Egal.
Spaß hast, dann war's. Bambuselt. Auch umso besser. Ich weiß nicht, wo ich noch Herzlose herkriegen will. Wie Rucksack voll. Da bin ich verballert. Das Spiel macht mich traurig. Immer Birth. Immer Recoded. Und auch wieder spannend. Wollen wir hier nicht noch in irgendeine. Hier kommen wir nicht in die Tür rein, ne? Dann zu untersuchen. Ein Member. Ja, interessant, dass man hier ein komplettes Schloss mal besuchen kann. Oder auch absuchen muss. Nach allem. Ice Cube. Ice Cube töten. Set fucking S. Da können wir noch in diesen Geheimgang rein, war da könnte ich dann wahrscheinlich ganz viele Herzen töten. Aber juckt mich nicht. Juckt mich einfach nicht, ja. Jetzt gucken wir gerade um den Raum. Okay. ZZFS. Ja. Brücke. Brücke kann man auch noch. Cool. Aber ist mir egal. Einfach ab. Ist mir egal, ich hau einfach ab. So, das heißt, wir können wirklich noch eine Mission machen. Zumindest anfangen. Gucken, was jetzt so passiert. Ich werde erstmal wieder wahrscheinlich ein bisschen touchen. Touch it. Egal. Ui. Liebe. Oh. Liebe. So. Ohne Cutscene oder so. Einfach so. Okay. Die sind einfach leer? Nee. Die müssen verteilt sitzen. Hey Kleiner, trainierst du auch hart? Darf ich zusehen? Ach, ich bin so 39 Minuten, 30 Sekunden, dann gibt's vielleicht irgendwie. Ich glaube, der steht ein bisschen auf mich. Auf Kinder. Minderjährige. Was ist denn halt so? Bergmission bin ich nicht gerade geboren. Boah, du bist für gar nichts geboren. Geboren zum Nerven. Jörn, sie ist gegangen, Mann. Hast du sie schon wieder verpasst? Na gut, ich, ja doch, warte mal, ich gebe mir wieder ein paar High-Potions. Mann, ich hab voll. Ich verballer die voll gerade, ne? Was willst du machen? Ich hab mal eine verballert, ne? Ach, knall ich noch eine rein. Knall ich noch eine. Aber ich habe auch Vita, was ich noch einmal benutzen kann, aber Vita ist scheiße. Aber dreimal Vita. Faszinierend. Okay, egal. Nächste Mission. Wir wollen ja noch ein bisschen was schaffen, vielleicht. Müssen wir mal reingucken. Warte. Nein, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Wir hauen ab. Beenden die Herzlosenbedrohung. Ah, scheint die letzte Mission da zu sein. Moment. Ertreffen wir das. Sex. Einfach Sex. Speichern. Das kann ich ja vielleicht nicht mehr, wenn ich, vielleicht schaffe ich die Mission nicht, dann würde ich die Folge vielleicht einfach in der Mission beenden. Kann ja passieren. Und dann, ne, kann ich zwar ein Safe-State setzen, aber für alle Fälle will ich auch immer einen Speicherpunkt haben. Damit ich nicht den ganzen Stream neu spielen muss. So. Man hat auch Wunderbärchen. So, let's go. Beende die Herzlosenbedrohung. Im Schloss des Biestes ist ein unidentifizierter Herzloser aufgetaucht. Finde und beseitige ihn. Vernichte ihn. Okay, ich glaube, das ist so ein Boss und das ist dann wahrscheinlich das Ende der Beast-Kampagne. Nennen wir es einfach so. Ende der Terraner-Kampagne. Dann kommt die Zerg, weil das ist wieder so weit. Oh nein, Starcraft. Na gut. Wow. Wow. Das war das Biest. Ist irgendwas passiert? Den riesigen Herzlosen. Unbekannt. Ja, wir wollen uns hier gar nicht lange aufhalten. Ganz vergleich mit Templar. Ja. Ein guter Beta-Titel. Wird leider nicht verwirklicht. Das passt jetzt zur Folge halt echt.
Hauptcharakter hat halt einen Schwanzvergleich gemacht. Einen, nein, ich bin stärker. Mit einem Templer. Mit einem Templer in Starcraft. Oha. Eine Katze hier schon. Nee. Das kam ganz aus der Nähe. Von der Brücke? Brücke. Da wären wir wieder. Also kommen wir doch noch zur Brücke. Schön. Brücke sehen und sterben. Huch. Tot. Was kann ich das? Was? Was? Was hat er gesagt? Was kann ich das antun, habe ich gerade gelesen. Was ist da draußen? Wenn das Biest aber stirbt, bewegt sich gar nicht mehr. Da habe ich ein bisschen Angst, muss ich ganz ehrlich zugeben. So ehrlich will ich sein. Aber gucken wir mal. Wie mein Bestes. Yo! Diese Maschinen, du hast Asterix und Obelix XXL. XXL. Verdammt. Ach du meine Güte. Okay. Ich zweifle, dass ich da einfach reinprügeln kann. Ich kann da einfach reinprügeln. Das ist schön, dass ich das kann. Ach du Scheiße. Ach du Heilige. Ach du Heilige. Ach du Heilige. Ach du Heilige. Okay. Ich muss weg. Okay, es dauert 17 Jahre, bis er tot ist. Mindestens. Zwei oder länger. Aua. Ich hab noch nicht ganz genug Damage. Nur einmal müsste getroffen werden, dann kann ich erst in Rage Mode gehen. Danke. Ich bin wirklich unnötig, dass es jetzt gerade passiert. Scheiße. Ich denke, ja. Ich sehe schon seit ungefähr 17 Jahren ausweichen, aber Spiel sagt. Pack die Knarre weg. Pass auf. Das Höllenhaus. Ja, echt so. Höllenhaus auf hart, ne? Eieiei. Zweimal. Zweimal habe ich mir das angetan. Nur die Statistik ein bisschen voller ist. Und wozu? Damit ich es mir nie wieder angucke. Ja, damit ich das Play das Spiel nicht einmal wieder gestartet. Artet. Ich weiß nicht genau, was es war, aber irgendwas hat mir gerade fürchterlich viel Damage gedrückt. Okay. Das wird hart. Ich mag harte Sachen nicht. Mein Popo. Das ist nicht in meinem Menü. Oh, fuck! Hau doch ab! Gib die Wand schon. Oh, ja, toll. Na, stopp. Das kannst du dir abschwingen, dass jemals wieder Commands kommen. Das wird Fräse mal, wenn ich umsetze, wie faul das war. Ach, du Scheiße, ey. Sind die Seite 6 weg von 9. Oh, das ist richtig nervig. Ich kann ihn halt nicht angreifen mehr am besten. Glaube ich. Ich kann ja aber nicht. Jeder mit. Oh, jetzt einmal. Wenn ich ihm unter ihm chille, dann trifft er nämlich. Irgendwie. Oh ja, guck mal. Im Endeffekt. Ja. Vielleicht kein Feuer mehr. Jetzt versuche ich mal Eis an der Stelle, weil Eis ja noch ein bisschen mehr braucht. Bei brauchst du das Wort? Das hat mich eben getötet, ne? Gern weg. Das Ding habe ich, glaube ich, gerade gekillt. Ich bin für einen
Lebenssystem in Games. Das wurde aber gut bewährt. Gute Frage. Ich finde das Game Over-System halt ein bisschen überbewertet. Haben wir aber neu schon darüber geredet, ne? Wenn das ruhig mal erinnern kann. Was ja auch viele, viele mittlerweile tun. Ich verstehe mich mal hier. Ich habe das okay. Aber nicht okay. Ich bin mal ganz weit weg, während der das fünf. Ich will mal ganz weit wegrennen. Okay, wenn ich einmal gleich in den Cooling Mode komme, ist gelimited. Haben wir unlimited? Ficken. Aber nicht. Ficken, habe ich gesagt. Ich sage ficken halt. Ja, fuck! Ah. Oh, ist gar nicht so schlimm. Ich habe irgendwie gerade. Nein, ja, ich wird ja nicht. Limitleiste bleibt ja hoch. Hi. Aber das Angesehen hört manchmal einfach auf. Das ist wirklich nervig. Ich wollte eigentlich weggegangen. Ich glaube, ich schaffe den Boss nicht. Ich habe diesen Schwach für den. Ich bin wieder low, ey. Was ist denn das schon wieder, ey? Komm, ja. Ich bin hier auf den Sack mit. Mama! Ich schicke jetzt genau diese nervigen Kackteile auf dich. Ja, meine Heilung ist gleich komplett durch. Ich muss echt den Klüger ausweichen. Aber meine Geduld ist einfach zu wenig vorhanden. Meine größte Schwäche ist die Geduld. Die Ungeduld, eher gesagt. Also mehr als die Hälfte habe ich zumindest schon mal bisher geschafft, aber... Nein, falsch. Oh. Ich will mal genau zum Ende der Kombo hin, erst der Hammer rauskam. Das ist ja der Hammer. In der Ecke kann ich wenig tun. Toll. Ganz toll. Wenn ich die gegen tun will. Kann ich noch nicht. Kann ich noch gar nicht mehr. Ja, danke. Weil ich mich geheilt habe. Ne? Aber man kann auch. Einmal Eis. Geil! Ach, macht Dauerdamage so ein bisschen. Dauerdamage so ein bisschen. Warte. Alter, jetzt! Power. Ich möchte ganz weit weg, wenn er den Hammer rausholt. Ich möchte nichts mit zu tun haben. Jetzt sind nur noch drei Leisten. Ich habe halt auch nicht mehr viel High Potion, ne? Mir auch echt ein paar Mal echt dumm treffen lassen, muss man auch einfach mal sagen. Es geht besser. Was mir halt immer so Sorgen macht, so bei irgendwelchen Mittelbossen, die mir Probleme machen, das ist immer das Frustrierendste, weil ich mir denke, fuck, das wird noch schwieriger. Als wenn ich bei Endbossen halt so ein bisschen struggle, dann ist das okay. Oh, es ist Resident Evil Revelations. Aber, ja. Liegt ja halt irgendwo in der Mitte jetzt. Das ist übel. So wenig Damage, ne? Das ist wohl lächerlich. Gar nichts mehr einfach. Wenn das gut sollte ich. Ah. Ja, sicherlich! Wieder, wie sieht er einfach ab? Geh sie mir. Komm. Ist kein Eder? Fuck, ey.
nutzen wir den. Weiß aber nicht genau, was dann passiert. Okay, wenn man den Hammer macht, kann ich eigentlich die ganze Zeit reinballern. Okay, ich habe jetzt... Oh, nur einmal habe ich es wieder. Ich hätte die Kobo jetzt nehmen sollen. Oh Gott. Ich bin auch viel zu nah an dieser verfickten Dreckswand gerade. Wenn man so sagen darf. Limit aufladen. Komm, wir nutzen ja einfach in Dänisch. Oh ne. Wie ist das? Einfach. Okay, das bringt nicht viel. Ja gut, da kann ich vielleicht noch einmal limiten am Ende. Meine, ist ja egal, wann ich es raushole, ne? Ist halt wirklich scheißegal. Limit. Der Limit so war mir sowieso schon viel zu gefährlich. Ich denke alleine schon für diese Lebensleistung auch dabei. Da bin ich jetzt schon wieder rausholst hier. Ihn! Mach so minimal Damage einfach. Alter, pack den doch mal weg. Dem muss das Schloss nicht verzeihen. Ah. Uiuiui, das war aber ganz schön dumm, dass ich da so vorgerannt bin. Weil die Leiste ist schon halb leer. Wenn ich mich jetzt nicht komplett kacke anstelle, kann das was werden. Aber man kennt mich. Dass ich zum Ende nochmal nervös werde und dumm bin. Okay, letzte Lebensleistung. Ich habe echt nur noch das Ding raus, ne? Aber ist ja eigentlich nicht so schlimm, dem kann ich wenigstens gut ausweichen. Solange es mich das einmal trifft, bin ich glaube ich instant Geschichte. Wobei ich hatte letztes Mal nicht, war nicht Full Life. Also vielleicht bin ich dann noch nicht ganz tot, aber... Hm? Ja, ich bin sogar recht... Okay, machen wir was anderes. Ist auch nicht schlimm, den kann ich auch gut ausweichen. Problem, wenn ich einmal getroffen werde... Bevor ich immer so einen Struggle, so nö, dann werde ich das beim nächsten Mal. Okay. Ich brauche nicht mehr in der Hinterhand, ne? Nichts irgendwie. Immer wieder anvisieren da hinten, also, ja, sehe, wann der Bullshit kommt. Okay. Okay, er ist tot. Jetzt ist er tot! Yeah. Puh. Alter, es war ein interessanter Kampf. Einfach nur lang und anstrengend. Jetzt kommt zweite Phase. Da krieg ich meinen Herzcontainer. Ja, war die letzte Folge nochmal eine halbe Stunde lang. Aber ist ja nicht schlimm. Mission Pass, Respekt Plus. Zeit für Rückweg. Ah, Zeit. Wunderbar, dann ist noch ein Symbol. Feuerzeichen. Ja, das ist nichts. Nein, oh nein, sagt er das? Dann komm. Achso, natürlich. Was ist passiert? Du armes Ding. Ding. Subjekt. Oh, Bell, geh wieder rein. Hier ist es gefährlich. Ich nehme dich mit. Nein, ich muss hier bleiben und diese Dinge aufhalten.
Die sind weg. Du brauchst sie nicht mehr zu kämpfen. Gut, das ist gut. Ich konnte verhindern, dass sie hineinkommen. Du musst damit aufhören, dir so viel zuzumuten. Wenn dir etwas zustieße, das könnte ich nicht. Bell, ich könnte es nicht ertragen, wenn dir oder den anderen etwas zustieße. Mann, so schwul. Ein Herr muss sein Schloss verteidigen. Ich will dich nicht verlieren. Ich bin doch da. Ah. Er hat also nicht die Rose beschützt. Er hat die Bewohner des Schlosses geschützt. Er hat sie beschützt. Die ist ihm am allerwichtigsten. Aber Xeide meinte, es wäre die Rose. Pah, totaler Unsinn. Xeiden, seit wann bist du hier? Das geht dich nichts an. Liebe von einem Biest? Ja, absolut lächerlich. Liebe? Was ist das? Das ist ein Gefühl, und zwar jenes, das die beiden gerade in die Irre führt. Oh. Sie glauben, die Macht der Liebe würde sie retten. Das gibt es nur in Märchen, nicht wirklich. Liebe ist eine Macht? Keine, die du oder ich jemals spüren werden. Genau wie die beiden auf lange Sicht. Ihre Liebe wird bald verblühen. Liebe dauert nie lange. Ja, das sehen wir dann in Wolf Among Us. Aber du hast kein Herz. Woher willst du das wissen? Ich habe Augen und ein Gehirn. Unsere Aufgabe hier ist erledigt. Tröne nicht rum. Schloss abgefrühstückt. Das erklärt immer noch nicht, was Liebe ist. Ist Liebe, das zu beschützen, was einem wichtig ist? Woher kommt ihre Macht? Hey, da kommt unser Schwertarbeiter. Ja, geht auch. Ist Shion hier? Hab sie nicht gesehen. Oh. Shion muss mit dem Mädchen reden. Es ist ihre Entscheidung, ob sie sich uns anschließen will oder nicht. Hört sich fern. Axel, ich muss dich etwas fragen. Was ist los? Ist etwas passiert? Nee, aber das hört sich jetzt blöd an. Ich liebe dich. Weißt du, was Liebe ist? Wie bitte? Ich habe bei der heutigen Mission etwas über die Liebe gelernt, dass sie Macht hat. Das stimmt, hat sie. Aber ich werde so etwas nie erleben. Kann niemand denn nicht lieben? Dazu braucht man ein Herz, Mann. Stimmt. Liebe ist eine ganz besondere Art der Verbindung zwischen zwei Leuten. Meinst du sowas wie beste Freunde sein? Freunde können einem im Herzen liegen, ja. Aber das meine ich nicht. Dann liegt Liebe noch eine Stufe über beste Freunde sein? Freundschaft plus? Ja, also nein, es gibt keine Stufen. Ich kapier's nicht. Ich auch nicht. Ich doch auch nicht. Also, ich doch. Ist doch auch egal. Wir werden den Unterschied nie verstehen. Ein Herz haben ist für Axel auch die Ausrede für alles. Ja. Wenn ich ein Herz hätte, glaubst du, dann könnte ich jemanden lieben? Wenn Kingdom Hearts vollständig ist, dann wirst du alles Mögliche tun können. Ja, wenn Kingdom Hearts fertig ist, kann ich entweder andere Spiele im Stream spielen. Mhm. Darauf arbeite ich hin. Das ist schön. Ah. Fertig. Stufe ab. Geil. Und Vitra. Oh, ich habe Vitra bekommen. Klang der Brandung. So, komm jetzt wieder. Okay, kommt wieder Story. Roxas, wie ist es dir so ergangen? Gut, schätze ich. Zeug schickt uns heute zusammen auf Mission. Würde sagen, wir geben ein gutes Team ab. Wir waren noch gar nicht unterwegs. Ich kann nichts erkennen, was dagegen spreche. Oh, hast du eigentlich gehört, was mit Shion passiert ist?
Nein, was? Sie hat bei ihrer letzten Mission versagt und schläft seitdem tief und fest. Björn? Wo willst du hin, Roxas? Zu Shion. Aber du hast eine Mission. Kümmere ich mich später drum. Du kannst dir nicht helfen. Shion wird nicht aufwachen. Ich sollte trotzdem bei ihr sein. Was kümmert dich das? Die Kreatur ist kaputt. Defekt. Red nicht so über sie. Ich rede über das Ding, wie ich will. Was wir mit Shion machen, geht dich nichts an. Ich habe dich nicht um deine Meinung gebeten. Sieh dich doch mal um, Roxas. Ganz aufgelöst wegen eines Niemands. An steht da nicht um. Wir sind alle Niemande. Beruhige dich. Ihre Fehler wirken sich nicht auf dich aus. Du brauchst keine Angst zu haben. Mögen sie nicht? Geht's noch? Ich werde meine Mission erledigen. Später. Nicht enden wollen eine Story hier am Ende nochmal. Gut. Das ist niemand nur ein Ding. Ein Nieding. Oh, Shion. Jetzt. Ja, was er jetzt nicht passiert, was er jetzt tut. Nee, wieder falsch. Falls jemand den Neon Genesis Evangelion Film, The End of Evangelion, gesehen hat, weiß vielleicht, was ich meine. An welche Szene ich jetzt denken musste? Dingmand. So, hey, fertig, so schön. Achso, aber jetzt die Folge eh schon super lang, deswegen rüste ich noch eben um, bevor ich es mal vergesse. Wir haben jetzt wieder Löcher frei. Aha, Loch. Haben wir einmal Stufe up. Baller ich einfach rein und Vitra. Ich werde Vitra einfach mal hier reinsetzen. Genau. Zack. Ah, dann Vitra trotzdem nochmal normal ausrüsten. Einfach nochmal, würde ich sagen. Ey, wie viel ich jetzt hier frei habe. Alle meine Potions verballert habe. Na gut, dann kann ich mir bald mal wieder ein paar schmieden im Zweifel. Waren da so viele drin? Ich glaube schon. Ne? Auf der anderen Seite sind gar keine mehr. Doch, eine. Jetzt habe ich 5. Sollte reichen. Gut. So, das war's. Dann gehen wir mal speichern. Haben wir das geschafft? Bin ich froh darum, dass wir den Boss dann noch geschafft haben, dass ich nicht nächstes Mal, so wenn du da bist, dann direkt mit dem Boss loslegen müssen. Wäre ja auch ätzend. Ja, gut, ne? Dann war's das für heute. Nächste Woche haben wir dann einen Special Guest dabei. Und es wird spannend. Wird lustig. Ich freue mich drauf. Mal gucken, was wir so erfahren werden. Storymäßig. Na, dann wäre ich nicht gekommen. Mich. Genau. Und, ja. Hab ich. Bin gespannt. Hab Lust drauf. Noch mehr Lust habe ich auf Crash Bash. Aber irgendwie auch nicht. Aber wird schon. Wird schon, ja. Wie gesagt, dann am Mittwoch, ne? An alle, die einschalten wollen. Die das hier sehen auf YouTube, das ist ewig wieder Mittwoch vorbei. Und die jetzt da sind, ist nur Templar. Also eigentlich ist es total unnütz, von dem ich gerade rede. Egal. Ja, bis denn, würde ich jetzt sagen. Es ist 22.11 Uhr. Hey, ich habe noch Kakao. Voll wenig von getrunken. Den schlüpfe ich jetzt noch aus. Ich werde noch ein bisschen, weiß ich nicht, wichsen. Vielleicht noch ein bisschen Tony Hawk spielen. Ja, und dann sieht man sich nächste Woche. Ne? Wir sehen uns am Dienstag und am Mittwoch dann im Stream und es wird super und aus dem Auge. Und bis denn, ne? Bye. Richtig. Also bis denn. Tschüss.